Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Dieses Mal haben wir unsere Anhörung vor dem Council, die zweite, und haben diesmal auch dicke Beweise mitgebracht, um Saren endlich mal anzuklagen. Die dürften auf jeden Fall ausreichen. Des Weiteren haben wir wieder Nebenaufträge vor uns. Wir sind gerade auf dem Weg zu Emily Wong, falls ihr euch erinnert. Das ist diese Reporterin, die nach Informationen gesucht hat, um die Korruption und die üble Machenschaften im Hintergrund dieser schönen Stadt etwas näher, ja, aufdecken zu können. Und ich glaube, das beim letzten Mal, als wir bei Fist gekämpft haben, also im Cora's Den, es ging leider etwas schnell, denn nachdem ich ihn besiegt habe, habe ich aus Versehen ziemlich fix eine Diskette vom Boden aufgehoben, auf der genau solche Daten versteckt sind. Und die bringen wir doch mal und ich hoffe, sie wird uns, ja, eine Gegenleistung erbringen. Und wenn ich sie mir so anschaue, denke ich, ja, so ein... Es gibt ja schon gewisse Möglichkeiten, sich zu bedanken. Word on the street is that you've been busy. Congratulations on taking down Fist. Wieder weiß jeder Bescheid. I was sure he was a big player in anything going on here. Did you find anything in his office that could help me? These OSDs might have the information you're looking for. You've got Fist files? This could be even bigger than I'd hoped. Here, Commander, for your trouble. Gerne, gerne. What would my future cooperation be worth? Say, an interview when my investigation is over? Exclusive? You talk to me before you talk to anyone else? That would be worth quite a bit, and I'd be very happy to compensate you accordingly. Here you are. Now, if you'll excuse me, I should go see what's on these discs. Ja, klar, gern geschehen. Dann begeben wir uns doch mal auf die weitere Suche. Wenn ihr euch erinnert, wir haben im Flux, wo es hier oben hingeht, diesem Casino, haben wir letztes Mal eine etwas seltsame Maschine gefunden, die anscheinend manipuliert wurde, damit die Credits, die bei den Glücksspielern entstehen, abgezweigt wurden. Coming up in a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown crime syndicate. Genau, und diese korrumpierte Maschine hat natürlich auch hier Signale hinterlassen, sozusagen Proxy-Server, falls das manchmal von euch ein Begriff ist. Und hinter diesen Signalen sind wir jetzt her und hoffentlich finden wir auf jeden Fall die Quelle dieser ganzen seltsamen Geschichte. Und wie ihr gerade im Fahrstuhlradio gehört habt, aktuelle Ereignisse, die wir durch unsere Aufträge auslösen, werden sogar angesprochen. Eine tolle Idee, wenn ihr mich fragt, um die Lebendigkeit dieser Welt noch weiter zu erhöhen, als sie sowieso schon ist. Sie wirkt auf jeden Fall dadurch nachvollziehbar und ich beeinflusse sie. Ein Keeper! Juhu! Wurde auch mal wieder Zeit. Und auf der Karte seht ihr schon rechts unten dieses große Ausrufezeichen. Ja, ja, redet ihr mal. Das ist das nächste Signal. Mal schauen. Also wieder nur ein Proxy-Server. Na toll. Also dürfen wir nochmal weiter rumhampeln. Wir haben ja sonst nichts zu tun. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. So, da sind wir wieder im Presidium angelangt und wir nehmen uns jetzt einer Sache an, die wir letztens bloß von Weitem beobachtet haben, doch ignoriert haben. Denn jetzt habe ich auch genug Punkte in einer gewissen Fähigkeit erreicht, sodass ich da auf jeden Fall besser helfen kann. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the honorable CSEC officer enlisted assistance? Wie freundlich der über den anderen spricht, obwohl die sich gerade eigentlich ziemlich kabbeln. Why is the CSEC officer harassing you? The CSEC officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the Enkindlers. Ergibt Sinn. Ich meine, Religionsfreiheit scheint zwar gegeben zu sein, aber man braucht eine Erlaubnis, um sowas auch, ja, sozusagen auf offener Straße herumbrüllen zu können. Let me talk to the CSEC officer. Perhaps I can explain the situation.
This one would be most grateful for the assistance. Please let this one know if success is achieved. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? Es ist eine riesengroße Qualle. Was erwartest du eigentlich? You should be more tolerant. It's just trying to express its beliefs. I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. Ach komm. I think you should let the Hanar preach in the Presidium. The Presidium is a place of culture and respect. It should not be filled with zealots shouting their idiocy. Why should the Jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. Oh, wie ihr seht, das ist ausgegraut. Ausgegraut, meine ich. Das können wir nicht machen. Ich habe da nicht genug Punkte, um das auszulösen. Aber das ist kein Problem. I'll be back. I don't care what you have to do. Just get rid of that Hanar. Ja, er scheint echt ziemlich stinkig zu sein. Aber man kann es auch nachvollziehen. So sind halt die Gesetze und die müssen noch befolgt werden. Gerne. Ja, so. Has the CSEC officer been assuaged? Nee, leider nicht so ganz. Is this really how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be made known. They gave the Hanar language and gave the universe the mass relays. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. Oh, das ist ja echt lieb. Ich weiß, er meint's ja auch nicht so, aber ich meine, das ist einfach, ne, das ist schlechte Publicity. Is this how the Enkindlers would want you to use this gift of consciousness? The Enkindlers would wish for their message to be spread to all sentient races. Aber doch dabei nicht die Gesetze brechen. The Enkindlers wouldn't wish their message to be spread by breaking society's laws. This one hears wisdom. Perhaps enthusiasm has clouded judgment in this matter. This one departs now, and will not intrude upon the Presidium again. Tut mir fast schon leid. Ich meine, ich sehe die so gerne. Die sind immer so total freundlich. I see the Hanar is left. Thank you. Ja, ja. Happy to help. Here, for your assistance in this matter. Now, if you'll excuse me, I should report to my superiors. Ja, ein Level up. Aber darum kümmern wir uns später. Ja, wie ihr gemerkt habt, den scheint es nicht mal sonderlich zu interessieren, wie wir das angestellt haben. Hauptsache, wir haben es angestellt. Naja, sonderlich nett ist das nicht, aber was sollen wir machen? Dann begeben wir uns jetzt mal in die Botschaft. Wenn ihr euch erinnert, das ist der Part, wo Counselor Udina und Captain Anderson immer mit uns gesprochen haben, wo wir bisher zwar Aufträge angenommen haben, aber nie etwas groß... Wir haben uns nie groß umgeschaut da in der Gegend. Das werden wir heute mal machen. Allow me to be your guide. Nein. Das erlaube ich Ihnen nicht. Weil wir haben von diesem General Septimus, wenn ihr euch erinnert, haben wir Hinweise erhalten, dass ja ein gewisser Alcor, eine weitere Rasse im Mass Effect-Universum, ja, ja, es gibt noch einige, ein paar Problemchen hat. Und das hier, meine Freunde, sind die Alcor. Eine wunderbar kuschelige Rasse mit einem der geilsten Soundausgaben von allen. Kommt fast an die Herren heran. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. I've come to talk to you about your little problem. Curious. What do you know about the consort and her relationship to me? Ich sag bloß, dass er ein Problem hat und schon rückt er damit raus. Ist das nicht ein bisschen unvorsichtig? I know who revealed your secret. It was a Turian named Septimus. Unbelieving. I know this Septimus, and he could not learn my secrets. The only way he could learn them is from the Asari consort. Here, this should be proof enough for you. Confused. This is difficult to fathom. If the Turian could learn this on his own, dismayed, anyone can discover my secret. Aww. Septimus is a powerful man, and it wasn't easy for him to find. Relieved. I suppose you are correct, human. Thank you for this information. Startled realization. I must speak with the consort. She will be most displeased with my actions. Anxious request. Please, human, if you will excuse me, I must go now. Oh ja, ich würde dich ja streicheln.
I'm sure she'll forgive you. It was an honest mistake. Doubtful. Perhaps you are right, human. I can only hope so. Thankful. That was a great thing you did, Commander. Approving. You see, Din, not all humans are as you say. I'm sure your clan stands to profit from this in some way. Ja, da haben wir doch mal wieder eine gute Tat vollbracht. Das tut doch gut. Ja, und wie ihr gehört habt, das ist eine... Oh, da geht's nicht weiter. Das ist eine sehr, sehr, sehr liebe Rasse, der einfach ihre Gefühle durch Worte nicht aussprechen können. Ihr habt ja gehört, die haben keinerlei Betonung oder sowas in der Art, weswegen sie ihre Gefühle, ja, in Worte packen müssen. Einfach nur süß, wenn ihr mich fragt. So, hier gibt's auch noch ein bisschen was. Und zwar einmal wieder ein Codec-Eintrag und noch ein Codec-Eintrag, da nicht. Und ein Keeper! Doch, jetzt geht's weiter. Human, delighted welcome. It is good to meet you. Delighted welcome. I'm so enthusiastic. Falsche Tür. Ja, das kommt davon, wenn man hier so doof rumredet. Doch, ihr erinnert euch an Herrn Bosca, der erwähnt wurde von dem etwas fremdklingenden Menschen draußen vor der Tür, der seine Frau nicht beerdigen darf. Das wollen wir noch mal klären. Das ist ja nun wirklich überhaupt nicht in Ordnung. My goodness, you're Commander Shepard. Ja. Your activities made for quite a briefing in the diplomatic corps. Is there something I can do to assist you? Das ist schon mal ein Vorteil. Er kennt uns und er scheint uns anzuhimmeln ein bisschen. Yes. A man named Samesh Bhatia is having some trouble claiming his wife's body. Ah, Mr. Bhatia. A good man in an understandably frustrating position. I wish I could help him. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Bhatia no doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. Damit sie untersucht werden kann, dass euer Versuchskaninchen dient? Das ist barbarisch. You think her body might be dangerous or contaminated? No, Commander. Nirali Bhatia is not dangerous. Her body is in fact extremely valuable to the Alliance. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Respectfully, Serviceman Bhatia may save more lives in death than she did in life. Ist aber einfach nicht richtig. I understand what you're trying to do, but holding the body is wrong. Commander, you of all people should understand how far we must go to protect humanity. Es gibt Grenzen, mein Freund. Not if we lose our humanity in the process. Bam. I'm out there fighting to stop crap like this. All right, Commander. You win. It was hard enough refusing Mr. Bhatia. I'm not going to risk an incident by refusing you. Tell Samesh that the body is being shipped back to Earth. I'll go now to see to it myself. Ich finde, die Ansprache war doch mal richtig. Wir dürfen unsere Menschlichkeit nicht verlieren, indem wir die Menschen schützen wollen. Das ist einfach der falsche Weg. Ja, und... Oh Gott, ich sehe gerade, die Zeit ist schon beinahe wieder vorbei. Wir können eigentlich gar nichts groß mehr machen, das tut mir leid. Daher wird das mit Saren leider vielleicht erst im nächsten Teil zu sehen sein. Ich hoffe schon. Und ich hoffe auch, ihr bleibt dran, wenn es wieder heißt, Let's Play Mass Effect.